Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie die neue Season 1 Mechanik Entschlüssele das Passwort funktioniert. Die Mechanik haben wir einmal schon auch in der Mission dazu, also wenn man die Story-Mission durchspielt, kommt man einmal schon drauf. Und dann brauchen wir die gegebenenfalls halt für die Invasionsmissionen. Ganz kurz noch ein allgemeiner Hinweis zu den Invasionsmissionen. Ihr könnt jede Invasionsmission am Tag so oft abschließen, wie ihr oder bis ihr die 1000 Eisenherzpartikel voll habt. Ja, das sind in der Regel zwei Durchläufe, weil man mit jedem Durchlauf 500 von den Partikeln erhält, sofern man das unter 30 Minuten schafft, was aber eigentlich locker machbar sein sollte. Und dann verschwindet die Mission auch von der Karte. Ja, diese Zeitmarker, die wirken sich nur auf diese Zusatzbelohnungen aus, nicht auf die Partikel. So, die Geschichte ist auch relativ einfach. Und zwar werden uns an bestimmten Stellen der Zugang zum nächsten Bereich durch ein Tor versperrt, beziehungsweise nachher beim Boss hat der ein Schild. Ja, wir haben jetzt also drei solche Kreise und am Boden haben wir gleich auch mehrere Kreise und wir können von so einer Plattform aus, die gibt es dann in jedem dieser Bereiche, die Siegel sehen. Ja, wir sehen da oben, das ist ein weißes Siegel, rot und lila und wir sehen von hier oben auch die entsprechenden Farben am Boden. Das heißt, ich bräuchte dieses Siegel. Ich bräuchte dieses und dieses, ja, diese drei Siegel bräuchte ich da. Das, das und das. Kann ich mir merken? Und jetzt kann man die Siegel ganz normal einnehmen, indem man sich da drauf stellt. Dann geht hier ganz kurz so ein weißer, aufpassen, dass ich sterbe, so ein weißer, ja, Kreis einmal draußen rum und dann ist das jetzt übernommen. Jetzt kommt ab und zu aber auch ein Gegner, der sich darauf stellt und das wieder zurückerobert. Ja. Und wir müssen also diese drei Siegel gleichzeitig halten und in dem Moment wird dann das Tor mit den entsprechenden, ja, Siegeln geöffnet. Ne? Ich habe jetzt momentan, ja, halte ich diese beiden Siegel. Ja. Das war nicht das richtige Lieder. Das war das richtige. Ja, weiß, lila, rot und schon hat sich das Tor geöffnet und beim Boss ist dann halt die Farbe des Schildes, auf die man achten muss. Ja, und jetzt erscheinen hier am Boden auch solche Dinger, die sind halt auch farblich markiert und man sieht halt die Farbe vom Schild des Bosses, ja, ist lila. Ich würde jetzt keinen Schaden dran machen, außer ich stelle mich auf so ein lilanes Feld. Ja, da mache ich Schaden, wenn ich nicht draufstehe, ist es immun. Ja, und da gibt halt auch Monster, die machen diese Felder kaputt, beziehungsweise wenn ich drauf war, geht es auch weg, so wie es aussieht. Da ist wieder ein Lilanes gekommen. Na, da kommt der Boss, Schild wegmachen. Und dann erscheint ein gelber Balken unter dem Lebensbalken des Bosses. Das ist eine Art Timer, der läuft. Und so lange habe ich Zeit, jetzt Schaden am Boss zu machen. Und wenn der gelbe Balken abgelaufen ist, dann kriegt der Boss wieder sein Schild und ich müsste dann nochmal mich auf so ein farbliches Feld stellen. Es kann dann aber auch eine andere Farbe sein. Es muss nicht identisch sein. Ah, ist das Schild vom Boss wieder kaputt, dann kann ich wieder weiter Schaden machen. Ist wieder ein Bomber irgendwo. Also immer diese typischen Soundeffekte, wenn irgendwas Relevantes passiert. Gut, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.